Unendlich groß ist die Vielfalt der Natur. Tausende von Tierarten beleben unsere Fluren und Gewässer. Vögel mit dichtem Federkleid, Säugetiere im Fellmantel, bunt und auffallend oder schlicht und in Tarnfarben. An Größe und Form, an ihren Farben und ihren besonderen Merkmalen können wir die wildlebenden Tiere zu Lande, zu Wasser und in der Luft unterscheiden. Doch wer kennt schon alle Tiergattungen und ihre verschiedenen Arten? Wer weiß schon von allen, wo sie vorkommen und wie sie leben? Dazu braucht man so etwas wie einen Steckbrief. Diese Filmserie liefert ihn, den Steckbrief Natur. Die Familie der Lappentaucher stellt zugleich eine eigene Ordnung unter dem Federwild dar. Ihr größter Vertreter ist der Haubentaucher. Regional kommt er bei uns zwar regelmäßig, aber in manchen Gebieten ebenso selten vor wie seine drei Vettern. Das sind der Rothalstaucher, der Schwarzhalstaucher und der Zwergtaucher. Woher haben die Lappentaucher ihren Namen? Jedenfalls nicht, wie manche denken, von den Rentierzüchtern am Polarkreis, sondern von ihren Füßen. Sie haben nicht, wie zum Beispiel die Entenvögel oder Seetaucher, Schwimmhäute zwischen den Zehen, sondern an jedem Zeh sogenannte Schwimmlappen. Mancherorts nennt man die Lappentaucher auch Steißfüße, und wenn man einen aus ihrer Familie sieht, wird sofort klar, warum. Die Ständer sind so weit hinten am Körper angesetzt, dass die Vögel sich laufend kaum fortbewegen können. Deswegen gehen sie auch so gut wie nie an Land. Sie sind viel stärker als alle anderen Wasservogelarten an das nasse Element gebunden, aber auch besonders gut angepasst. Sie sind bestens zum Tauchen, also zum Nahrungserwerb unter Wasser, befähigt. Beispielsweise benutzen sie ihre kurzen, schmalen Schwingen beim Tauchen als Ruder. Wegen ihrer anatomischen Besonderheiten sind sie auch keine besonders guten Flieger. Sie kommen erst nach langem Anlauf vom Wasser los und fliegen dann hastig und nicht besonders wendig. Alle Lappentaucher haben einen ziemlich dünnen und spitzen Schnabel, der beim Fischfang wie eine Harpune wirkt. Das heißt, sie können kleine Fische damit regelrecht aufspießen. Das besagt schon, dass sie nicht gerade Vegetarier sind. Sie ernähren sich fast ausschließlich von kleinen Fischen, Wasserinsekten, Kleinkrebsen, Schnecken und Lorchen, Amphibien und Kaulquappen. Es kommt sehr selten vor, dass sie auch mal auf Pflanzenreste zurückgreifen. Lappentaucher treten bei uns als Standvögel, Strich- und Zugvögel auf. Bei Enten ist der Erpel, wie im Film Wildenten aus der Serie Steckbrief Natur dargestellt, immer viel prächtiger als das Weibchen. Das gilt nicht nur für die Lappentaucher. Im Schlichtkleid wie im Prachtkleid sehen beide Geschlechter gleich aus und sind deshalb kaum auseinanderzuhalten. Hinzu kommt noch, dass beide die Brutpflege gemeinsam betreiben. Ihre Nester bauen sie im Wasser als schwimmende Inseln, auf denen sie dann Nistmaterial aufschichten. Durch den Fäulnisprozess, dem das organische Nestmaterial unterliegt, entsteht Wärme von unten, die beim Brüten hilft. Die Weibchen legen 2 bis 6 Eier. Die Jungen sind Nestflüchter. Sie können sofort schwimmen und machen es sich häufig auf den Rücken ihrer Eltern bequem. Die kleinen aller Lappentaucherarten sind zuerst zebraartig längs gestreift.
Lappentaucher reagieren empfindlich auf Störungen. Da die in einem dicht besiedelten Land wie dem unseren nicht ausbleiben, sind ihre Bestände leider rückläufig. Der Haubentaucher ist ungefähr so groß wie eine Stockente und damit unser größter Lappentaucher. Das Rückengefieder ist graubraun, der auffallend lange Hals und der Bauch sind weiß. Im Prachtkleid sehen beide Geschlechter natürlich am eindrucksvollsten aus, mit dem rostrot und schwarz gezeichneten Federkragen, der während der Balz hoch aufgerichtet wird. Es war die büschelförmige Haube, der dieser Vogel seinen Namen verdankt. Weitere markante Kennzeichen sind der zwar dünne und gerade, aber kräftige blassrote Schnabel, die hornfarbenen Ständer, die weißen Wangen und die karminroten Augen. Bemerkenswert sind die einzigartigen Balzrituale des Haubentauchers. Beide Partner stehen einander im Wasser gegenüber, schütteln abwechselnd die Köpfe und bieten dem anderen Nistmaterial an. Eindrucksvolle Schwimmtänze gehören ebenfalls dazu. Im Herbst und Winter sehen die Vögel dann nicht mehr ganz so farbenfreudig aus. Ihre Abzeichen wirken blasser, der Kopf ist bis auf die graue Oberseite weiß. Bei uns brütet er vorzugsweise an größeren natürlichen Seen, nimmt aber auch mit ruhigen Bagger- oder Stauseen Vorlieb. Seine Nester schwimmen meistens am Rande von Schilfzonen. Im Winter, wenn ihre angestammten Gewässer zufrieren, finden sich Haubentaucher oft zu größeren Gruppen am noch offenen Wasser zusammen. Sie legen dann also das Gebaren von Strichvögeln an den Tag. In der Vergangenheit galten Haubentaucher als Fischräuber und damit als Nahrungskonkurrenten des Menschen. Sie wurden entsprechend scharf verfolgt. Auch heute unterliegen sie noch dem Jagdrecht. Dennoch genießen sie bundesweit ganzjährig Schonzeit. Lässt man ihnen also die nötige Ruhe, dürfte sich ihr Bestand allmählich wieder vergrößern. Der Rothalstaucher ist nur wenig kleiner als sein Vetter, der Haubentaucher. Wenn er sein Prachtkleid zeigt, zeigt sein Hals eine kräftige rotbraune Farbe. Daher auch sein Name. Auf der Oberseite allerdings zeigt er sich in schlichtem Grau. Aber sein Kopf, der ist an den Seiten weiß und auf der Oberseite und im Nacken dunkel. Dieses dunkle Kopfgefieder schimmert manchmal fast dunkelblau. Der Schnabel ist gelb-schwarz. So sieht des Rothalstauchers typischer Lebensraum aus. Er liebt flache Seen mit möglichst dichter Ufervegetation. In Deutschland kommt er nur im Norden und Nordosten einigermaßen regelmäßig vor, aber auch dort nur vergleichsweise selten. Wesentlich kleiner ist der Schwarzhalstaucher. Er fällt vor allem durch seine leuchtend roten Augen auf. Während der Balz- und der Brutzeit kann man ihn leicht an den goldgelben Ohrbüscheln erkennen, die hell von seinem schwarzen Kopf und Hals abstechen. Der Rücken ist schwarz, die Flanken sind braunrot, sein Bauch ist weiß. Auch er ist wie der Rothalstaucher ziemlich selten, kommt aber auch in Süddeutschland vor. Der Zwergtaucher ist kaum größer als eine Drossel und damit der mit Abstand kleinste Vertreter der Familie der Lappentaucher. Dafür aber kommt er relativ häufig bei uns vor. Im Prachtkleid hat er einen dunkelbraunen Rücken, während seine Wangen und seine Kehle kastanienbraun sind. Im Winter ist er insgesamt heller und hat dann eine weiße Kehle. Als Brutvogel bevorzugt er stille Teiche, Tümpel und Seen.
Obwohl sie wie die Blässralle gar nicht so aussehen, gehört die Familie der Rallen zu den Kranichvögeln. In der Tat wirken Rallen mit ihrem seitlich wie zusammengedrückt aussehenden Rumpf fast hühnerartig, was ihnen früher auch die Bezeichnung Wasserhühner einbrachte. Weil sie so gefährdet sind, lassen wir die Steckbriefe der Rallen mit den drei seltensten Arten beginnen. Mit der Wasserralle, dem Tüpfelsumpfhuhn und der Wiesenralle, die auch Wachtelkönig genannt wird. Für Tierfilmer gehört es zur beruflichen Ethik, im Zweifelsfall auch mal auf eine Filmsequenz zu verzichten, wenn sie nur unter grober Störung oder gar Gefährdung bedrohter Tiere zu drehen wäre. Das wäre bei diesen drei seltenen und wirklich gefährdeten Rallenarten der Fall gewesen. Deswegen haben wir auf die Beobachtung von Wasserralle, Tüpfelsumpfhuhn und Wachtelkönig mit der Filmkamera verzichtet. Grafik und Fotos erfüllen fast genauso gut ihren Zweck wie ein Stück Film, nämlich die Darstellung der körperlichen Merkmale dieser seltenen Vögel. Nur so groß wie eine Drossel ist die Wasserralle mit ihrem langen roten Schnabel, der dunkelbraunen längsgefleckten Oberseite und den senkrecht schwarz-weiß gebänderten Flanken. Offene Wasserflächen mag die Wasserralle nicht und deshalb bekommen auch im Beobachten geübte Naturfreunde sie nur äußerst selten zu sehen. Das Tüpfelsumpfhuhn hat große Ähnlichkeit mit der Wasserralle, aber der Schnabel ist viel kürzer. Am Hals und an den Wangen ist es hell getüpfelt, daher auch sein Name. Von allen Mitgliedern der Rallenfamilie gilt das Tüpfelsumpfhuhn wohl als der mit Abstand heimlichste Vertreter. Es kommt in Sümpfen und Mooren, an Fluss- und Seeufern vor und ist ein Zugvogel. Über den Wachtelkönig gilt es gleich mehrere Feststellungen zu treffen. Erstens, den Namen Wachtelkönig gaben ihm Jäger, weil sie ihn früher zusammen mit Wachteln jagten. Zoologisch richtig heißt dieser Vogel Wiesenralle. Zweitens, er ist bei uns außerordentlich selten geworden. Drittens, er ist ungewöhnlich stark bedroht. Viertens, er fällt durch seine Lebensweise total aus dem üblichen Rahmen dessen, was sonst über das Dasein von Rallen bekannt ist. Der Wachtelkönig oder die Wiesenralle ist auf der Oberseite braun, die Armschwingen sind rostbraun, die Unterseite ist hell, der Schnabel gelb. Dieser Vogel ist äußerlich den Feldhühnern ähnlicher als den Rallen, zu denen er ja gehört. Und gelegentlich teilt er sich mit Feldhühnern, besonders mit der Wachtel, auch seinen Lebensraum. Jeder, der mit offenen Augen an einem Teich oder See in der Landschaft oder einem Park spazieren geht, weiß eigentlich, wie ein Blässhuhn aussieht. Denn jeder hat schon mal irgendwo Blässhühner gesehen. Sie sind unsere am häufigsten vorkommende Rallenart und sind auch am stärksten an Menschen gewöhnt. Doch hier erstmal die Beschreibung, damit auch jene Leute, die noch nie bewusst ein Blässhuhn gesehen haben, diese schöne Rallenart anhand des folgenden Steckbriefes mühelos identifizieren können. Erwachsene Blässhühner sind etwa so groß wie Tauben, haben einen dicken Körper und einen kleinen Kopf. Ihr Gefieder ist schwarz. Davon heben sich leuchtend weiß der Schnabel und die Stirnplatte ab. Diese weiße Stirnplatte gab der größten unserer heimischen Rallen auch den Namen und an ihr kann man Blässhühner eindeutig von anderen Wasservögeln unterscheiden.
Das Männchen hat übrigens einen etwas größeren Kopfschild als das Weibchen. Mit etwas Übung kann man an der Größe des Schildes die Geschlechter erkennen. Etwas farbenfreudiger als ihre schwarzen Eltern sind die Küken der Blässhühner. Ihr buntes Daunenkleid ist schwarz mit auffallend rot-gelb gezeichnetem Kopf. Jedenfalls, solange sie noch ganz klein sind. Bis zur Herbstmauser haben sich die Küken dann ein bräunlich-graues Kleid mit heller Kehle zugelegt. Am Wechsel dieser Farben kann man in etwa das Alter des Nachwuchses abschätzen. Bei uns findet man sie auf allen größeren Wasserflächen, auf Seen, auf Staubecken und Teichen und in vielen Parks, in denen es Gewässer gibt. Das ist kein Wunder, denn Blässhühner sind echte Schwimmvögel und von allen Rallenarten am besten an das Leben auf dem Wasser angepasst. Sie bewegen sich dank ihrer Schwimmlappen an den langen Zehen fast immer schwimmend fort. Dabei liegen sie hoch im Wasser und nicken beim Schwimmen ruckartig mit dem Kopf. Es scheint, als flögen sie nur ungern, denn beim Start von der Wasseroberfläche tun sie sich schwer und streichen überhaupt erst im Notfall ab. Sie heben erst nach einem längeren, platschenden und spritzenden Anlauf ab. Sind sie aber erst in der Luft, so entpuppen sie sich als schnelle und wendige Flieger mit reißendem, hektischem Flügelschlag. Wenn man sie so sieht, wirken sie sehr vertraut und man hält sie für absolut harmlos. Man darf sich aber nicht täuschen lassen. Denn sie zeigen ein sehr ausgeprägtes Territorialverhalten und benehmen sich während der Brutzeit Artgenossen gegenüber ausgesprochen unverträglich. Außerhalb der Brutzeiten leben sie aber recht gesellig. Bei vielen Jägern stehen sie auch heute noch in dem schlechten Ruf, dass sie das Brutgeschäft anderer Wasservogelarten beeinträchtigen. Das stimmt aber nur sehr bedingt. Sind nämlich genug Deckungsmöglichkeiten und Platz vorhanden, lassen sie ihre anders gearteten Nachbarn weitgehend in Ruhe. Ansonsten aber verhalten sie sich anderen Arten gegenüber durchaus aggressiv. Enten beispielsweise vermeiden es, in ihrer Nähe zu brüten. Das bedeutet aber nicht, dass Blässhühner aus Gründen der Entenhege unbedingt kurz gehalten werden müssten. Andererseits kann man sie natürlich jagdlich nutzen, wo sie in größerer Zahl vorkommen, denn das Blässhuhn ist die einzige Rallenart, die unter das Bundesjagdgesetz fällt. Sie haben auch die gleiche Jagdzeit wie beispielsweise Stockenten und werden deshalb bisweilen bei der Entenjagd erlegt. In Revieren mit starkem Blässhuhnbestand werden auch regelrechte Blässhuhnjagden veranstaltet. Wenn sie abgebalgt und vom Tran befreit sind, sind sie gut als Wildbret verwertbar, ja in manchen Gegenden gelten Blässhühner gar als Delikatesse. Ihre Nahrung, die im Wesentlichen aus Wasserinsekten, Schnecken und Pflanzensamen besteht, suchen sie überwiegend tauchend, wobei sie deutlich über Kopf abtauchen. Im Winter ernähren sie sich ausschließlich von Nahrung, die sie tauchend vom Grund holen. Anders als die übrigen Rallenarten nutzen sie bei der Nahrungssuche nicht nur den Uferbewuchs oder die seichten Uferzonen, sondern auch größere und tiefere Wasserflächen. Ihre Lautäußerungen sind glucksende, fast bellende Rufe, die man häufig an den Gewässern hören kann. Blässhühner leben in Einehe. Mit dem Nestbau beginnen sie in unseren Breiten gewöhnlich Anfang April. Blässhuhnpaare legen ihre Nester im Schilfbewuchs dicht am Uferrand an.
Sie bestehen vorwiegend aus Pflanzenstängeln und sind meistens recht umfangreiche Konstruktionen. Die Gelege bestehen aus 5 bis 10 Eiern. Sie sind gelbgrünlich und zartdunkel getupft. Beide Partner brüten abwechselnd 21 bis 24 Tage lang. Nach dem Schlüpfen führen beide Elterntiere ihre Küken gemeinsam, bis das Weibchen wieder mit einem neuen Gelege beginnt. Dann kümmert sich nur noch der männliche Vogel um die Küken aus dem ersten Gelege. Blässhühner brüten 2-mal im Jahr. Die Küken sind zwar regelrechte Nestflüchter, die vom ersten Tage an den Eltern folgen, aber immer wieder zum Nest zurückkehren. Am Nest und nicht nur auf dem Wasser werden sie von ihren Eltern auch gefüttert. Diese Besonderheit gibt es so stark ausgeprägt bei keinen anderen Nestflüchtern. Das erinnert fast an die Verhaltensweise von Nesthockern. Man könnte Blässhühner als eine Art Halbzieher bezeichnen. Denn wenn es ihnen im Winter in ihren weiter nördlich liegenden Brutgebieten zu kalt wird, ziehen sie zu Flüssen und Seen in Südeuropa. Ein beliebtes Überwinterungsgebiet ist beispielsweise der Bodensee. Dort kann man sie dann oft in großen Scharen erleben. Obwohl etwas kleiner, steht das grünfüßige Teichhuhn dem Blässhuhn in der Familie der Rallen am nächsten. Es hat einen ganz ähnlichen Körperbau, unterscheidet sich aber in den Farben vom größeren Vetter. Das Gefieder ist zwar auch schwarz mit einer grau-grünlichen Nuance, aber mit dunkelbraunem Rücken und dunkelbraunen Schwingen. Über den Flanken zeigt das Teichhuhn einen weißen Streifen. Der Schnabel ist wie der Kopfschild rot und hat eine gelbe Spitze. Die Ständer sind grün, daher grünfüßiges Teichhuhn mit roten Bändern. Wie das Blässhuhn hat auch das Teichhuhn lange Zehen, mit denen es graziös über die Blätter zum Beispiel von Seerosen laufen kann, aber die Lappen an den Zehen, die das Blässhuhn zum guten Schwimmer machen, fehlen ihm. Dennoch kann man Teichhühner häufig über kürzere Strecken auch im offenen Wasser auf Tümpeln oder in Ufernähe von Seen und Fließgewässern schwimmen sehen. An Land wippt das Teichhuhn wie eine Bachstelze ständig mit dem Stoß, wie man bei Vögeln die Schwanzfeder nennt. Dabei werden seine weißen Unterstoßfedern deutlich sichtbar. Man muss schon ein bisschen Glück haben, wenn man Teichhühner beobachten will, denn sie leben sehr unauffällig und zurückgezogen auf Teichen und Tümpeln, in Sümpfen und auf Fließgewässern. Hauptsache, es ist eine üppige Vegetation vorhanden. Teichhühner bauen häufig schwimmende Nester, aber nicht nur. Manchmal brüten sie auch im Uferbereich auf festem Boden. Auch Teichhühner leben wie Blässhühner in Einehe und haben gewöhnlich 2 Bruten im Jahr. Das Gelege besteht aus 6 bis 8 Eiern. Männchen und Weibchen bebrüten sie rund 21 Tage lang abwechselnd und kümmern sich auch gemeinsam um die Küken. Die sind Nestflüchter und haben im Daunenkleid auffallend rote Köpfe. Thank you.
In milden Wintern bleiben die Teichhühner oft in ihren Brutgebieten. Man kann sie dann häufig gemeinsam mit Blässhühnern und Enten an Futterstellen, auf Teichen, in Parks oder anderen Kleingewässern beobachten.